Möglichkeit in ein neues Format. Hamed allein auf einer Insel. Sonst gibt es nichts. Nur mich, diese Insel und Minecraft. Und ich muss mir alles selber ergrinden. Das ist die erste Folge davon. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehrere Folgen davon sehen wollt. Und viel Spaß mit diesem Video. Wir gehen rein, Chat. Yes. Guck, jetzt geht's. Der Dom, der ja nicht wieder am Abfacken. Oh. Oh mein Gott. Wow. Das ist unsere Insel. So sieht das aus. Hier ist eine Truhe. LOL. LOL. Hast dein Skin noch nicht drin? Hast du extra ein Skin für mich gemacht? Ja, ist im Discord. Eigener Skin-Chat. Ich krieg einen eigenen Minecraft-Skin. Eigener Minecraft-Skin, wo? Und wie mache ich den rein jetzt? Will ich kopieren? Wie mache ich den rein? Ich bin Brauner. Ich seh's. Oh, oh, mein Trikot. Mein Trikot-Chat. Tommy ist in den Chat 69. Und von vorne? Oh mein Gott. Mein eigener Minecraft-Skin. Oh, shit. Oh, ja, Tommy ist in den Chat, Jungs. Let's go. Und wir sind auf der Insel. Okay, okay. Wir müssen vorsichtig umgehen. Weil das hier ist alles, was wir haben. Mehr haben wir nicht. Wir müssen echt aufpassen. Weil wenn wir hier runterfalten sollten, dann sind wir tot. Und dann ist quasi das Projekt vorbei. Ah! Okay. Okay, wir sind doch nicht tot. Wir spawnen einfach auf der Insel nochmal wieder. Okay, ich bin gespannt, was in der Truhe drin ist. Zum Glück haben wir die Truhensachen noch nicht genommen. Oh! Leuchtbeeren? Ich weiß nicht, was ist. Obsidiman? Meeresgurke? Zuckerrohr? Eis? Lavaeimer? Und spitzer Tropfstein? Okay, okay, okay. Das erste, was ich mache, ist... Holz abhacken! Ich muss aufpassen, dass es nicht runterfällt, das Holz, weil es ist kostbar. Das einzige Holz, was wir hier haben. Wir müssen vorsichtig damit umgehen und hoffen, dass so diese Säpplinge droppen. Weil was heißt das, wenn Säpplinge droppen? Dass wir neue Bäume pflanzen können. Das wäre wichtig. Okay, alles zusammensammeln. Alles zusammensammeln. Alles zusammensammeln. So, ich glaube, das fällt jetzt alles runter. Oh, ich hoffe, das fällt jetzt nicht... Oh, das könnte sein, dass es hier einfach wegfällt. Das wäre nicht so gut eigentlich. Aber ich will gerade nicht mein Holz verschwenden. Ich habe einen Apfel bekommen! Oh mein Gott. Apfel! Wow! Wichtig. Okay, okay. Oh, ich habe Angst, dass das hier... Ja, es geht langsam kaputt. Der Baum löst sich auf. Ich muss hier Sachen aufsammeln, falls sie runterfallen. Okay, ja, bevor ich runterfalle, pack ich erstmal alles, was ich habe, in die Kiste. Digga, sonst ist alles weg gleich, wenn ich einmal runterfalle. Komm schon. Drop was. Ich brauche diese Sächlinge. Ja, ich hab einen! W ist in den Chat, es war so, es hätte sein können, dass wir keinen bekommen. Und einen Apfel. Noch ein. Oh mein Gott, ist das gut. Noch ein. Lüg mich. Noch ein, bitte, bitte. Dann können wir so einen Gigabaum machen. Nein, bitte. Nein. Letzten zwei. Komm schon, letzter. Nein, okay. Okay, okay. Ist trotzdem okay. Ist trotzdem okay, Chat. So, alles zusammen einfach packen. Alles zusammenpacken. Ist okay. Ist okay. Wir brauchen auch Stein. Das Problem ist, wir haben Real Talk oder Wasser. Kann man aus Eis Wasser schöpfen? Geht das? Weil wenn ich jetzt hier gucke, ist auf der... Hier ist kein Stein unten. Ich baue mich mal runter, um zu checken, ob hier unten Stein ist. Nee. Also ich habe wirklich keinen Stein bekommen, außer einen einzigen. Gibt es nicht, du musst selber bauen. Ja, aber ist, kann ich aus Wasser, Wasser bekommen, also aus Eis Wasser bekommen? Geht das?
Wenn man Eis kaputt macht, kommt Wasser raus? Kommt Wasser raus, Chat? Wenn man Eis kaputt macht? Ja. Okay, dann mache ich das Erste, was ich machen muss, ist ein Stone Generator, heißt das. Viele denken sich jetzt, Hamed, woher weißt du, wie ein Stone Generator funktioniert? Ich bin ein Minecraft-Profi, das vergessen manchmal viele. Und deswegen weiß ich sowas. Ich weiß, wie sowas funktioniert, weil ich der King of Minecraft bin. Viele vergessen das. So, ich brauche mal hier ein bisschen Erde, damit ich das auch bauen kann auf vernünftige Basis. Nein! Ups. Okay, wir haben 6 Erde. Und ich werde versuchen, das perfekt direkt zu bauen. Oh, warte mal. Oh, Weizenkörner bekommen, wichtig. Nochmal Weizenkörner. Mhm. Die Blumen nehme ich auch erstmal hier weg, damit alles hier so Ding ist. Okay, und jetzt baue ich den Stone Generator. Genau hier hin. Okay. So kommt es so. Hier kommt das Wasser rein und es fällt dann hier hin. So, dann kommt hier. Warte, wie war das denn nochmal? Hier kommt das Lava hin. Hier das Wasser. Hier dann der Stein. Den einen Stein, den ich habe. Ich habe gar keinen, fällt mir auf. Okay. Dann muss ich einen anderen Block einfach. Ah, es gibt auch Erde. Ist auch okay. Ich brauche mehr Erde. So, okay. Hier kommt Wasser hin. Dann fließt das dahin. Hier kommt. Das ist der Steinblock. So, jetzt muss ich. Digga, irgendwie. Hier kommt der Block, den ich dann abbaue. So. Ich glaube, ich mach's richtig. So, zack. Das baue ich auch einmal. Gib mal her. Gib mal her. Und hier bitte. Ich brauche hier Erde. Gleich haben wir Stone Generator. Dann haben wir genügend Blöcke. Jetzt gerade haben wir keine Blöcke. Das Ding ist, wir haben nur einen Versuch, wenn ich mal so überlege. Wenn ich reinscheiße, habe ich einfach reingeschissen. Ist nicht so gut. Okay, ich würde jetzt. Nee, das ist falsch. Du baust den Boden rein. Ich mach's wie ich will, Nighty. Halt's Maul. So, jetzt nehme ich die Erde. Mach wieder hell, Nighty. Mach durchgehend hell, bitte. Ich mag. Also ohne dunkel. Es soll immer hell sein. So, hier kommt das Wasser hin. Und jetzt nehme ich das Eis und jetzt mache ich das Eis hier hin. Jetzt baue ich das ab, jetzt kommt Wasser. Perfekt. So. Jetzt brauche ich noch mehr Erde ein bisschen. Ja, zum Beispiel von hier. So. Oh mein Gott, Digga, ich krieg das echt gut hin. So. Ups. Na! Na! Okay, war nicht schlimm. War nur ein Apfel, den wir verloren haben. Aber trotzdem müssen wir jetzt besser aufpassen. Und ein Erdblock. Trotzdem müssen wir jetzt besser aufpassen, Chat. Noch mal passieren. So. Okay, und jetzt kommt hier das Lava rein. Oder bitte sag, ich bin der cleverste Mensch auf dieser Welt. 3, 2, 1. Ja! 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 Stone Generator! Oh, jetzt, wo sind die Leute, die an mir gezweifelt haben, hä? Wo seid ihr jetzt? Hä? Ja! Hamed hat's hinbekommen. Oh, yes, Baby. Ja, jetzt brauchen wir eine Workbench. Oh mein Gott, ich bin so gut, ne? Oh mein Gott. Drück mal L. Oh, was heißt das? Lol, das gucken wir uns gleich an. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen mehr Holz. Nicht verschwenden natürlich unser Holz. Immer auch nur ganz wenig reinnehmen, dass ich nicht runterfalle mit dem Holz. Oh, das war zu wenig.
So. So, und wir bauen uns unsere erste Steinspitzhacke. Holzspitzhacke, bis wir Stein haben. Let's go. Könnte auch so random... Oh, es ist verbrannt. Könnte auch so random Erze? Das wäre cool. Wenn da random Erze spawnen könnten. Das wäre cool, Chat. Chat, ich habe überlegt, wenn dieses Video gut ankommt, sagen wir 50 Likes. Nein, ohne Spaß, wenn ihr das feiert, dann vielleicht einen Server machen, wo ihr das auch machen könnt. Also wo wir alle das zusammenspielen können. Findet ihr das geil? Dann hat so jeder seine eigene Insel, dann gibt es noch so eine Gegend, wo man so kämpfen kann gegeneinander und so. So ein eigener Server quasi. Okay, ich verliere viel, merke ich gerade. Ich kann mir schon mal meine Steinspitzhacke machen, weil dann läuft es auch direkt besser. So, ich darf aber nicht vergessen, ich habe nur, bis dieser Baum hier wächst, habe ich nur das Holz, was da drin ist. Hier kriege ich nur Stein, mehr nicht. Ich muss auch irgendwie Essen bekommen und so, fällt mir gerade auf. Digga, das sind so viele Sachen. Warte mal, wenn ich ganz viel Erde platziere, kann es sein, dass so Tiere und sowas spawnen? Oder spawnen die nicht? Ja, es kann sein. Die spawnen, okay. Okay, wir haben schon 21 Stones. Die Bäume brauchen mehr Platz zum Wachsen. Oh, das könnte sein. Geht gerade nicht. Geht gerade nicht anders. Okay. Wir sammeln hier gerade viel Ding, damit wir hier unser Plateau ausbauen können, sage ich mal. Weil das ist mir alles gerade ein bisschen zu eng auf dieser Insel. Ich sage euch ehrlich, das stört mich. Das wird zwar mit Cobblestone echt sehr, sehr hässlich aussehen, ich sage euch ehrlich. Aber das ist mir egal. Erstmal ein bisschen mehr Platz brauche ich. Weil ich habe auch im echten Leben Platzangst. Also das ist nicht gelogen. Ich habe Platzangst und deswegen brauche ich mehr Platz. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben, baue ich hier einfach mit Stein so ein bisschen drumherum. Auch wenn es hässlich aussieht, ist mir egal. Ich brauche mehr Platz. Mit Stufen hast du mehr Block. Ich weiß nicht, was Stufen sind. Okay, 26 ist okay. Damit bauen wir noch ein bisschen rum. Hamed Loco, du brauchst die Nacht, weil dann Skelette kommen für Knochen und so. Okay, ich verstehe. Okay, das sieht doch schon viel besser aus. Oh, Digga, das war knapp. Digga. Okay, können wir nicht mehr runterfallen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also da unten. Mhm. Das können wir jetzt wegbauen. So. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus. Okay. Kurz Angst bekommen. Alles gut. Okay, ich muss echt aufpassen. Wenn ich die Lava wegplatziere, habe ich nie wieder Lava und das war's einfach. Das war's dann einfach. Okay. Aber wenn ich 3 Steine platziere, dann habe ich so... Oh mein Gott. Oh, ist das schlau. Jetzt kann ich viel mehr platzieren. Es sind zwar nur so Stufen, aber das ist egal. Wir müssen ja nur drauf gehen können. Also es sind keine richtigen Blöcke mehr, aber ist scheißegal.
Oh yes. Oh yes, Chat. Viel besser. Viel besser. Okay. So, ich nehme das jetzt. Und ich nehme ein bisschen Erde, was ich nehmen kann. So, 3 Erde würden reichen. Wo kann ich denn noch was abbauen? Das hier juckt nicht. Und jetzt gehe ich hier hinten hin. Platziere 3 Erde und platziere hier drauf die Dinger. Schlau, oder? Jetzt haben die genügend Platz zum Atmen. Die Bäume. Und die können... Meine kleinen Bäume wachsen. Wachst, 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 wachst. Okay, das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis die wachsen. Aber jetzt haben die auf jeden Fall mehr Luft zum Atmen. Nein, das war nicht schlau. Hä, doch, das war schlau, oder? Du brauchst noch mehr Platz, am besten noch einen Block. Die Bäume, man brauchen 3 Platz voneinander. Ich dachte, die wachsen zusammen zu so einem Gigabaum. Ist das nicht so? Aber wachsen die nicht zu einem Gigabaum, Chat? Nein, diese Baumart kann es nicht. Ach so, ja okay, dann war das dumm von mir. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, jawohl. Okay. Das heißt, wir müssen jeden Baum in eine Ecke platzieren, weil diese Baumart nicht zusammenwachsen kann. Das sind so Einzelgänger anscheinend. Boah, das sieht aber auch schön aus, wenn in so jeder Ecke steht so ein Baum. Ich hätte gern noch einen. Jetzt ist die Ecke so ein bisschen leer, aber egal, nicht schlimm. Bei dem nächsten Baum kriegen wir bestimmt einen weiteren. Geh auf den Schein drauf, dann verbrennt die Chance weniger. Okay. Boah. Boah, wie clever. Ah! Ah! Oh! Junge, das war gar nicht clever. Ich mach das nicht mehr mit dem Draufstellen. Digga, ist der dumm oder? Nö. Er wollte sterben. Oh, Digga, ich verliere langsam Hunger. Das ist nicht gut. Das heißt, ich brauche Essen. Habe ich meinen Apfel noch? Ja. Ich esse ihn jetzt einfach, ist mir scheißegal. Damit ich voll bin, damit ich heilen kann, war das schlau sogar. Weil wenn ich nicht voll bin, kann ich nicht heilen. Hätte ich noch ein bisschen gewartet, dann hätte mich das nicht voll gemacht. So hat mich das noch voll gemacht, okay. Okay, wir können die Weizen auch anbringen, um ehrlich zu sein schon mal. Das, ich weiß, wie das geht, ich bin clever. Ich nehme Stöcker. So. Dann mache ich so, dann mache ich eine Sense. So. Und jetzt mache ich, zack. Oh, ich muss es am Wasser machen, richtig? Wo sind meine Weizen? Oh, ich bin clever. Das war schlau, oder Chat? W ist in den Chat und keiner hat's gesagt. Keiner hat's gesagt, ich habe selber selber dran gedacht. W ist in den Chat dafür, dass Ahmed clever war. Und jetzt nochmal so eine schöne Deko hier. Weil hier nichts ist in der Ecke. Weil ich so süß bin. Ja. Ja. Ups. Hey! So. Ich mag rot mehr als gelb, deswegen platzieren wir den roten. Oh, sieht das schön aus! Oh, ich bin richtig zufrieden mit unserer Anfangsinsel. Okay, ich drück jetzt L. Dr. Trock. Was heißt das? Skyblock 4 Data Pack. Installed Data Packs. Was heißt das? Collection. I have a eye color. Make every color of an eye. Obtain. Warte mal. Ich check das nicht ganz. Ich check das nicht. Make a Cobblestone Generator. Nighty, erklär doch mal, du kannst da Aufgaben machen, aber wo? Was muss ich dafür machen? Ach lol,
Ich kann das hier so ziehen. Und was bringt mir das? Ich kann dann Objekte freischalten oder die einmal bekommen, so mäßig? Make a Cobblestone Generator, habe ich. Construct a platform that monsters can spawn on. Habe ich doch, oder? Hier können doch Monster spawnen, oder nicht? Ich baue die mal größer. Vielleicht können dann eher Monster spawnen. Und dann kriegen wir auch deren Sachen. Ich muss aufpassen. Ich brauche auch Schwerter dann gleich. Jetzt sieht zwar kacke aus, weil es nicht mehr die Ecken sind, wo die Bäume pflanzen, aber egal. Oh nein, falsch gebaut. Egal. Oh, ich habe wieder Hunger, Chat. Also so langsam sollten die Bäume wachsen, damit wir Äpfel bekommen. Bau dich ca. 15 Blöcke in eine Richtung einfach. Okay. Ach, die können nicht in meiner Nähe spawnen. Okay. Ich brauche noch mehr Stein. Okay, das ist gut. Ist schon irgendwas gewachsen? Nee. Unsere Steinspitzhacke ist gleich kaputt. Ist aber nicht schlimm. Weil wir können uns direkt eine neue machen. Okay, das muss reichen. Wir bauen uns jetzt in eine Richtung einfach. Nicht runterfallen, Hamed. Okay, hier sollen so die Mobs spawnen. Dann bauen wir das jetzt hier mal so aus ein bisschen, damit die spawnen können. Ups. Oh nein. Das wollte ich nicht. Boah, mit dieser Musik in der Nacht, das ist schon sehr idyllisch. Ey, nicht, dass da gleich ein Mob spawnt. Wobei, das wäre ja nicht schlimm. Okay, mehr habe ich erstmal nicht. Vielleicht können die ja schon spawnen dann gleich da. Das wäre das Beste, was passieren kann. Ich hab ein bisschen Angst, dass in meinem Rücken Monster sind. Oh, Umut! Popel-Umut mit dem Raid. Dankeschön, Popel-Umut, Bruder. Ich hoffe, du hast einen nice Stream. Auch danke an alle, die rübergekommen sind von Popel. Oh, was hast du gemacht, ja? Wieder geschrien? So. Nicht auf sowas draufsprengen, das ist wichtig. Okay, jetzt noch ein bisschen mehr aufbauen. Dachte die ganze Zeit an eine schöne Fresse. Reicht das, Chat? Ich baue noch hier so eine Linie. Das muss reichen. Ich glaube, das ist perfekt. Ich glaube, das muss reichen, Chat. Ich brauche diese Knochen für Knochenmehl, stimmt. Das heißt, es müssen jetzt ehrlich Skeletten spawnen. Ich gehe mal noch ein Stück weiter weg. Vielleicht bringt das was.
Also auf diese Seite. Und dann sehe ich auch direkt, wenn Monster spawnen. Müsste kurz Server reloaden. Kann kurz laggen. Okay. Mach. Oh, es wird wieder hell. Nein. Spinnen! Spinnen! Ich schwöre auf alle Spinnen! Ich schwöre! Oh, ich brauche ein Schwert. Ich habe kein Schwert. Schön. Oh, ich habe kein Holz. Nein. Geh mal schnell. Bevor die sterben. Meine ersten Mobs. Da bist du in den Chat, Jungs. Oh. Kommt her! Abu, das war gefährlich. Fällt mir gerade auf. Kommt her! Boah, die sind stark! Digga, fast gestorben! Ey, ich hab nicht mal was von denen bekommen und ich hab keinen Hunger mit Dings mehr. Ich brauch Essen. Können die mal wachsen? Warum sind da keine Skeletten gekommen, Mann? Oh, das hat's ja richtig hops genommen. Okay, wir wissen aber, dass es so Challenges gibt und eigentlich ja... Wir haben die Challenge erfolgreich gemeistert. Was bekommen wir jetzt bei den Challenges, ist die Frage. Weil ich habe ja keinen Knochen jetzt bekommen. Nichts? Das ist ja... Das ist ja dünnsches. Aber wir haben es immerhin geschafft, einen Stone Generator zu bauen, unsere Insel zu erweitern, die Bäume hierhin zu platzieren und eine Plattform für Monster zu bauen. Und das war's mit der ersten Folge vom Minecraft Skyblock. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da auf diesem Video.